Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich dir gerne ein Paket zeigen, was ich schon ein paar Tage bei mir stehen habe, aber leider jetzt erst dazu kommen, es auszupacken. Und zwar hat eine ganz, ganz liebe Zuschauerin, die liebe Karin, mir mal wieder ein unfassbar schönes Paket geschickt. Und zwar ist es dieses hier. Oh mein Gott. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, normalerweise packe ich solche Pakete lieber auf Instagram aus, damit halt dann auch direkt die Leute darauf verlinkt werden können und direkt die Leute dann auch meine Erfahrungen oder meine, wie auch immer, Reaktionen mitbekommen. Die liebe Karin hat aber leider kein Instagram, weswegen ich das sehr, sehr gerne hier in diesem Video machen wollte. Und ja, darüber möchte ich definitiv ein Video machen, weil, ne, Herzenssachen möchte man auf jeden Fall teilen und sie weiß genau, dass sie das nicht machen soll. Sie hat mir das auch einfach so aus dem Nichts geschickt. Ich glaube, Karin hat letztes Jahr bei mir den Adventskalender gewonnen. Ja, und wenn ich hier oben so schon reingucke, ich könnte heulen. Echt, Leute, es ist, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es wird krass. Okay. Ich weiß gar nicht, wie ich hier, oh Gott, oh Gott. Okay, ja. Wir haben als erstes eine Karte, da steht drauf, an Santa Claudi. Das bin ich. Ich habe heute sogar ein weihnachtliches T-Shirt an. Wuhu! Hält sie ihre Mütze in der Kamera. Kann man machen. Genau. Ach schön. Merry Christmas. Da haben wir eine Schleife drauf. Und wir haben ein Rentier, Hirschgeweih. Oh mein Gott, jedes I-Pünktchen ist ein Herzchen. Oh Kari. Liebe Claudi. Auch wenn ich aktuell aus privaten Gründen nicht online bin, so habe ich dich nicht vergessen. Immer wenn ich an dich denke, wirkt dein Zauber und ich lächle. Mag seltsam klingen, ist aber so. Daher als kleines Dankeschön dieses Paket für dich, Knuddel. Dir und deinen Lieben wünsche ich von Herzen eine schöne Advents- und Weihnachtszeit. Ganz liebe Grüße und eine Umarmung sendet dir Karin. Danke, liebe Karin, das sind so, so liebe Worte. Ich habe auch schon mit ihr ein paar E-Mails getauscht, ein paar mehr, um das mal so zu sagen. Und ja, ne? Obwohl man sich nie gesehen hat, nie wirklich, wie auch immer, man steht sich dann doch irgendwie ein bisschen näher, als man denkt. Das ist, manchmal ist es sehr interessant. Okay. Ich nehme erstmal das raus, weswegen ich gerade so... Okay, wir haben hier von Urban Decay so ein mega schönes, weihnachtlich verpacktes Produkt. Das ist der All-Nighter up to 60-Hour Wear, Lightwear. Oh, das ist so schön verpackt, ey. Das ist... Ich sage auch immer, Leute, ihr sollt kein Geld für mich ausgeben. Manchmal erreichen mich dann solche Pakete und ich... Oh, ich schimpfe dann auch immer gerne mit den Leuten. Ihr habt es auch schon ein paar Mal bei mir mitbekommen. Ja, aber ich schicke ja auch immer gerne was zurück. Also die Karin bekommt auch von mir ein Weihnachtspaket. Ob sie will oder nicht. Oh mein Gott, ey. Das ist die Christmas Edition, würde ich mal so sagen, oder? Von dem, richtig geil, von dem Fixing Spray. Mega. Voll schön, diese hohle Optik. Hä? Ach ja. Da sind immer zwei Kappen drauf. Und ich habe noch gar kein Fixing Spray drauf. Habe mich eben bei meinem Black Friday Haul mit euch zusammen geschminkt. Und jetzt kann ich ja mal... Mm. Oh, ich liebe dieses Fixing Spray. Das ist wirklich so, so gut. Also... Ach, Karin. Es gehört wieder zurück in seine Verpackung. Ach, Mensch. Ach, Mensch, ach, Mensch, ach, Mensch. Danke. Hier greife ich das nächste raus. Schnupfenproben für deinen Freund. Richtig geil. Richtig geil. Das sind so ganz viele Parfümproben für den Mann. Also also ich werde es jetzt auspacken, aber ich werde es ihm tatsächlich geben. Ach, super. Ich finde es immer, ne, herrlich, wenn man sich dann auch so ein bisschen durchdüfteln kann. Natürlich hat man immer so sein Lieblingsparfüm, wo man sagt, ne, das ist meins, das wünsche ich mir immer wieder. Aber ich finde es umso schöner, wenn man dann auch so ein bisschen variieren kann. Also ich habe ja nicht nur ein Parfüm bei mir stehen, das sind ja tatsächlich auch mehrere. Und bei meinem Freund ist es etwas anders. Oh mein Gott, das sind so viele. Wow. Wir haben Davidoff Cool Water Intense. Richtig cool.
Armani Code Absolu. Richtig geil. Das sind auch so Parfüms, vor denen stehst du dann manchmal. Und wenn du dann im Douglas bist, es riecht einfach alles irgendwann gleich, auch wenn du an Kaffee riechst. Hä? Das ist nochmal das Gleiche, aber in schwarz. Das hier ist beides Eau de Parfum. Keine Ahnung. Einmal schwarz, einmal gold. Dann habe ich dieses niedliche Produktchen hier drin. Das habe ich, glaube ich, auch in dem Adventskalender für meinen Stiefpapa drin. Von Acqua di Parma. Das ist eigentlich ein, also so dieser Mini-Flakon. Das ist eigentlich ein Unisex-Duft tatsächlich. Also den kenne ich auch. Der riecht ganz angenehm. Aber für mich halt tatsächlich eher männlich. Also von daher, da hast du vollkommen recht, das ist eher was für einen Mann. Oh Mann. Von Jill Sander Strictly Formen. Armani Code von Giorgio Armani. Das ist dann, glaube ich, der Klassiker. Stronger With You Intensely von Emporio Armani. Und dann haben wir hier noch drin Sauvage von Dior. Richtig, richtig cool. Also das werde ich ihm geben. Da kann er sich so ein bisschen durchdüfteln und dann je nach Tagesform entscheiden, welches er drauf machen will. In seinem Namen vielen, vielen Dank. Für eure Tea Time hat sie hier was beigepackt. Richtig cool. Ja, wir haben tatsächlich hier unsere Tea Time. Es ist meistens so im Winter, also quasi jetzt. Wir haben so eine kleine Teekanne mit Stöfchen und dann packen wir meistens da tatsächlich unseren Tee rein und trinken den über den Abend. Also, ne, so viel passt da nicht rein. Fast so nur zwei große Becher oder so. Aber man gönnt sich, ne? Man macht das irgendwie so ein bisschen gemütlicher alles und ja, hat sie voll getroffen. Das ist ja richtig geil. Was haben wir von Teehaus? Teehaus? Kenne ich gar nicht. Johannisbeer Kirsch ist da die Duftrichtung. Also für mich auf jeden Fall was. Ich bin ja so ein Früchtetee-Mensch und da hat sie auch so ein Only Together, so ein Sticker drauf gemacht. Richtig cool. Ich will das gar nicht aufmachen, weil wenn ich das aufmache, dann gehen deine schönen Worte weg. Deswegen lasse ich das auch erstmal zu. Aber es wird auf jeden Fall diesen Winter getrunken. Dankeschön. Ei, ei, ei. Hier haben wir das nächste. Kleiner Fruchtcocktail. Pink ist ja schon mal richtig geil, ne? Das ist schon mal... Da hast du schon mal getroffen. Oh. Isana Young Melon Body Mousse. Oh, Melone. Karin, du kennst mich. Du kennst mich so sehr. Oh, das ist, ja, Frühling, Sommer, da werde ich das verwenden. Jetzt habe ich gerade so Schokolade, Kakao und so weiter, aber da, das ist Pink, das ist Melone, danke. Und dann hat sie mir hier von The Body Shop ein bisschen was reingelegt. Oh, Strawberry Lip Butter, die hatte ich gestern, glaube ich, tatsächlich in meinem Adventskalender drin, denn mein Freund hat mir ja den The Body Shop Adventskalender geschenkt. Richtig, richtig geil. Dann von The Body Shop Mango, eine Body Butter. Direkt aufmachen und riechen. Ich glaube, die habe ich auch im Adventskalender von Jana drin gehabt. Oh, riecht schön nach Mango. Richtig schön nach natürlicher Mango, nicht nach dieser künstlichen Geschichte, ne? Und das ist natürlich voll meins. Body Butter mit Erdbeere, mit Strawberry, ne? Oh. Ja. Ja, es riecht so gut. Danke. Mega geil, danke schön. Man muss sich nur mal überlegen, da gibt es einen Menschen, der da draußen sitzt und sich das Video anschaut und sich denkt, hey, die Frau, die finde ich cool. Das flasht mich so. Das geht mir gerade so echt im Kopf rum. Ne? Ich mach mich fertig sowas. So, jetzt nehmen wir das nächste Pinke. Das haben wir hier. Da ist ein Weihnachtsstiefel drauf. Allein wie du das eingepackt hast, ne? Das finde ich ja schon so geil. Richtig geil, da kann man noch was lernen. Oh ja. Oh. Das ist von Airwick Essentials Zimt, Zauber und Bratapfel. Wunderbarer Duft vom ersten bis zum letzten Anzünden. Eine Duftkerze. Ja. Ich habe aktuell bei mir im Wohnzimmer 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kerzen am Brennen, während ich jetzt hier quasi sitze, aber mein Freund ist ja noch drüben. Und ja, ne, Duftkerzen voll meins. Oh, das ist so Weihnachten, ne? Gib mir Weihnachtsstimmung, gib mir Winterstimmung, genau das ist das. Oh, das riecht
gut. Ich mag Zimtduft. Und das sieht auch so aus, ja. Das ist so ein Special Design von der Kerze auch her, ne? Das ist so Schneeflocken drauf. Mega geil. Danke. Oh. Ein pinkes hier haben wir noch. Das ist dieses hier. Da kann man sich jetzt auch so ein bisschen Inspiration holen, wie man seine Geschenke einpackt, oder? Geil. Das ist nochmal die Kerze, ne? Ist das die Zimtzauber und Bratapfel? Ja. Dankeschön. Doppelt gemoppelt hält besser. Und das kann man dann auch symmetrischer hinstellen. Das ist so, so geil. Danke dir. Das hier sieht nach einer Schultüte aus, was hier drin ist. Aber es ist ja immens groß. Immens. Von Parfümerie Pieper. Was ist da denn drin? Das konnte man garantiert so kaufen. Und das ist irgendwas Spezielles. Das sind Herzchen drauf, aus Zuckerstangen. Oh Mann. Wenn bei uns die Azubis immer anfangen, zum 1.8. in der Firma, kriegen die auch immer so eine Schultüte quasi. Und die ist auch immer gepackt mit coolen Sachen. Und habe ich auch bei uns in der Personalabteilung schon gesagt, boah geil, ich möchte auch eine Schultüte haben. Ich habe aber nie eine gekriegt. Und Leute, wenn ihr das jetzt seht, ich habe jetzt eine gekriegt. Und mal gucken, was hier drin ist. Oh, ein Duschpuffel. Das ist sehr, sehr gut. Duschpuffel sparen dir quasi Duschgel und so weiter. Also wenn du da ein bisschen drauf machst, du kannst es so schön aufschäumen. Und das peelt auch sanft den Körper. Richtig geil. Vielen, vielen Dank. Es hat überlebt. Guck mal. Sowas erstaunt mich ja immer, ne? Dass solche Produkte dann noch überleben. Hier ist ein Engelchen drin. Ich denke mal, das ist so eine Seife. Oh, riecht das gut. Oh, das riecht wie... Ne, ihr wisst positiv bei mir, wenn ich sowas sage. Es riecht wie bei meiner Oma. Wenn sie halt solche Seifchen und so immer bei sich stehen hatte. Ich liebe das. Oh, richtig toll. Und das ist White Tea, weißer Tee. Richtig geil. Eine Seife. Ich bin zwar kein Fan von Stückseife, aber ich habe jetzt immer mehr auch hier tatsächlich, sodass wir auch uns demnächst mal so ein Seifenschälchen holen werden und das dann da reinmachen. Das ist noch so süß verpackt. Das lasse ich jetzt hier auch erstmal drin, wird aber auf jeden Fall verwendet. Und ja, richtig geil. Das kann ich Weihnachten hier auch hinstellen und dann, ne, hat man so ein Engelchen im Seifenspenderglas. Danke. Dann, oh geil, passend zu dieser Seife habe ich hier noch von, eine White Tea Körperlotion. Wenn die auch so geil riecht, ne? Vor allem wenn du, oh, dann kannst du das so schön, ist jetzt noch komplett zu, kann ich jetzt nicht riechen, aber, oh, weißer Tee, das riecht auch richtig, richtig toll. Das riecht so, so sanft, cremig, sauber, richtig angenehm. Dann haben wir hier noch die passende Handcreme, richtig geil. Das gefällt mir. Das finde ich toll. Oh Mann. Auch die ist noch zu. Mensch, ich will was riechen, Leute. Aber ich habe die Seife ja schon gerochen. Dann habe ich hier noch das passende Bade- und Duschgel mit dabei. Das finde ich auch klasse. Und das ist halt direkt für die Stadtparfümerie Pieper hergestellt. Oh, da riecht auch nichts durch. Das haben die mal 1A verschlossen hier. Die Fiesmöpse. Und dann haben wir hier noch eine geile Beauty-Bag, die man halt passend dazu benutzen kann. Ich verwende solche Beauty-Taschen nicht wirklich, weil ich ja tatsächlich nicht so wirklich reise. Aber, ja, ist ganz süß. Und die hier, die werde ich aufbewahren. Eine Schultüte. Ich habe endlich meine Schultüte bekommen in meinen 30 Jahren. Richtig geil. Puh, an Sammy wurde auch gedacht, Kausticks vom Rind. Oh ja, die sind richtig gut, weil du die auch, ne? Das, der hat ja lange was von. Der braucht da echt eine ganze Weile, bis er die aufgebraucht hat und also aufgegessen hat. Das dauert, weil das ist halt richtig schön fest. Das ist klasse. Dankeschön. Oh, da ist noch mehr für Sammy mit drin. Der kann es sich gut gehen lassen. Das hier sind 2 Kotlets. Smell it, chew it, love it. Tasty and aromatic. Super chomp. Langes Kauvergnügen. Auch das super. Das wird er, hoffentlich wird er da lange dran rumkauen von Vitakraft. Und hier ist noch was. Tobelli, das ist groß. Lucky Dog, auch das klasse. Das ist mit Hühnchen, ne? Ja. Mit 95% Hühnerbrust, ohne Zuckerzusatz, ohne Getreidezusatz und nur 2% Fett. Perfekt, Dankeschön. Hier haben wir noch ein Glitzerpaket.
Versprochen ist versprochen, behalten, verschenken oder verlosen. Deine Wahl. Okay. Schauen wir uns mal an. Oh, ist das schön eingepackt. Nur mal so. Richtig geil, oder? Ich stehe auf dieses Geschenkpapier und dass es mit so einer weißen Schleife ist, macht das Ganze noch edler. Das feiere ich jetzt schon. Safe. Ja, von ihr habe ich zum Geburtstag tatsächlich den Hattie Bronzer bekommen, genauso wie auch die Hattie Palette. Und hier hat sie mir noch einen zweiten organisiert. Oh, du verrückter Mensch. Den möchte ich behalten, weil der ist doch von dir. Ich kann ihn nicht wegschenken. Mein Backup. Da geht mir so das Herz auf, Leute. Ich meine, guck dir mal diese Verpackung an. Oh, es ist so ein Herzensmensch. Oh ja, was zu essen. Oh ja, Chocolate Almond Mix. Oh geil, das sind Schokolinsen gefüllt mit Mandeln. Das ist lecker. Oh. No. Richtig geil. Schoko Moment. Premium Belgian Chocolate. No. Danke. Und dann hat sie mir hier noch was reingepackt. Oh, wie geil ist das denn? Das ist mit Mickey Mouse drauf. Ich raste aus. Guck dir das mal an. Mickey Mouse und Minnie Mouse. Ist das nicht süß? Was haben wir hier drin? Schoko Crunch, Chocolate Balls and Crunch. Also kannst du super in der Handtasche packen und mitnehmen, ne? Und hier auch Chocolate Balls with Crunch. Und dann hat sie mir noch einen reingepackt. Oh Gott, das ist ja so niedlich. Die nehme ich mit zur Arbeit. Und das ist dann so mein Notfallpack, ne? Kiss Me Quick. Oh ja, süß. Hey There. Und Hey Sweetie. Oh, ist das geil. Danke. Hier haben wir das Vorletzte. Karin, du bist dermaßen... Du bist absolut verrückt. Hier habe ich Invisibobbles drin. Get in Shape. Die hatte ich auch schon mal und ja, die haben bei mir sehr, sehr gut funktioniert und sind auch nicht so schnell ausgeleiert. Ja, die auch, ne? Invisibobbles sind bei mir einfach großartig und ich kann die immer gut gebrauchen. Oh, noch mehr! Du bist total wahnsinnig. Mann! Die sind mit Glitzer. Ah! Oh Mann! Oh Mann! Und was ist das? Ein Spiegel? Bist du ein Spiegel? Das ist hier ein Organza-Säckchen. Da habe ich zwei Produkte drin. Komme ich nicht drauf klar. Auf diese Frau. Macht die da einfach so eine Megabox von fertig. Ich meine, die hatte mir mal geschrieben, dass sie den Hattie Bronzer noch kriegen könnte. Aber das ist ja auch schon ein halbes Jahr her. Dass sie mir dann hier zu Weihnachten so ein Paket fertig macht, ne? Das ist unfassbar. Okay, hier haben wir eine Gesichtsmaske zur Pflege von Umidu. Okay, kenne ich nicht. Wird getestet. So vollkommen mein Leben. Kenne ich nicht, wird getestet. Und das ist bestimmt ein Spiegel, oder? Wie gehst du auf? Hallo? Wo gehst du auf? Der ist bestimmt irgendwo zugeklebt und ich raff das mal wieder nicht. Ja, muss man etwas stärker sein. Genau, so ein schöner Handtaschenspiegel. Perfekt. Ja, da sehe ich ja viel zu viel. Dankeschön. Und dieses Apfelgrün finde ich auch voll klasse. Die Frau ist doch wahnsinnig hier. Unfassbar. Okay. Hier haben wir das letzte und das ist ganz schön schwer. Oh ja. Eine Duftkerze. Boah, ist die schön. Deluxe Collection Fragrance Candle. Voll hübsch. Boah, richtig gut. Mega geil nach Baumwolle. Mega geil. Wonach sollst du riechen? Ich sage ja immer, was ich denke und wonach die dann riecht, ist immer was anderes, ne? Steht nicht drauf. Ist bestimmt Baumwolle. Boah, richtig gut. Willst du mal riechen? Mega geil. Fragrance Candle. Fresh. Ja, nö. Baumwolle. Frisch gewaschene Wäsche. Mega gut. Leicht süßlich. Und dieses Glas da drum zu ist auch so schön, ne? Gefällt mir. Sehr edel. Danke.
Wie so häufig sage ich auch in diesem Fall, liebe Karin, das hätte nicht sein sollen und auch nicht sein dürfen. Dennoch bedanke ich mich von Herzen und finde es wundervoll, was für herzliche Botschaften du mir hinterlassen hast, was für einen wundervollen Brief du mir geschrieben hast. Danke dir von Herzen, wirklich. Aber du bist verrückt. Das hätte nicht sein müssen. Es ist ein wundervolles Weihnachtsgeschenk, was ich jetzt vorab einfach mal ganz frech aufgemacht habe. Ich hoffe, ich durfte das, aber sie hatte mir nichts davon geschrieben, dass ich es nicht darf. Und es stand hier schon eine Weile und dann habe ich mir gedacht, doch, das muss ich doch jetzt mal so langsam aufmachen. Ich bin ganz baff und weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und ich habe dir gerade auch so ein paar Sachen hier verlinkt und bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Fühlt euch alle ganz doll gedrückt von mir und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!